Um ein freier Mensch zu sein, da muss man anfangen, als solcher zu denken. Tatsächlich werden wir unserer Identität beraubt. Wir werden unserer Demokratie beraubt. Und falls diese Bewegungen keinen Erfolg haben werden, falls es uns nicht gelingt, Volksabstimmungen in ganz Europa zu erreichen, dann befürchte ich, dass die Europäische Union, weit davon entfernt, ein Projekt für den Frieden zu sein, etwas werden wird, wofür unsere Kinder und Enkel einen hohen Preis zahlen müssen. Was tatsächlich vor sich geht, ist sehr gefährlich. Das Mittel unserer Politik werden. Was tatsächlich vor sich geht, ist sehr gefährlich.